Ja, Tatsache. Was ist das? Also was soll das mal gewesen sein? Das war doch schon wieder gefährlich knapp. An einem Kopfschuss dran. So, du bist präzise. Ich hätte gern das Scope, was zu dir passt. Die dürfen auch fliegen, die Schweine. Frechheit. Kann die doch bestimmt. Kann die nicht mal entladen. Dann war da wohl nichts drin. Komme ich irgendwie hoch zu ihm? Ja, da ist auf jeden Fall schon mal eine Leiter. Hier auch, gut. Sehr, sehr gut. Kann ich seinen Loot auf jeden Fall schon mal begutachten. Drage noch Munition. Wie viel habe ich davon eigentlich schon? Das sind die 12 hier, ne? Ja. Kann man mal ein bisschen sammeln. Irgendwie stellt sich mir jetzt aber die Frage, wie ich hier wieder runterkomme, weil ich habe das Gefühl, ich werde diese Leiter nicht greifen können und mir die Beine brechen. Und daran sterben. Ja, der Schuss ist mir bewusst. Will das Schwein wohl Kran fahren? Ist hier drüben noch einer? Nee. Weiche Abschaum. Wer hat überhaupt auf mich geschossen? Haben die Schüsse nicht irgendwie von hier? Der Pfeil zeigt auf jeden Fall in einen Bahntunnel. Och nee. Da ist schon wieder ein Schuss von mir eingeschlagen. Gehört das zu den Halluzinationen? Ach nee, da. Oder Geisterhalluzinationen, whatever. Das wäre noch nicht weniger. Dürfen sie ja gerne sein. Vielleicht sind das auch so eine Art Zombies, ne? Also, irgendeinen Grund muss es doch dafür geben. Dass die alle nicht von der Strahlung betroffen werden. Da ist der Typ drin. Kann ich schießen im Klettern? Ja. Medkit dankbar. Entweder war der gerade sehr riesig oder ist auch schon wieder geflogen. Ich tippe mal auf geflogen. Wenn das Ding auf einmal riesig geworden wäre, hätten die mir das, glaube ich, anders vorgestellt. Muss da rein, ne? Ja. Ich habe wenig Bedürfnis dazu. Aber der Story-File zeigt dahin. Die Maschine deaktivieren. Nichts leichter als das mit 7 Kugeln. Oh, Mistkerl. Fang das. Ich bin offen. Shooter sind ja gar nicht meins. Kann das einfach nicht. Ja, ich bin auch ein bisschen raus. Da ist auf jeden Fall nichts Verwerfliches dran. Und eben weil ich es nicht kann, werde ich mich ja auch am härtesten Shooter, den es gibt, versuchen. Aber das Spiel sieht interessant aus. Ja, mir wurde das auch 2012 mal empfohlen und da fand ich es mega unangenehm, weil eben halt auch keine oder wenig vertont ist nur. Und das wird aber so gehypt. Dieses Jahr soll ja auch der zweite Teil rauskommen. Und deswegen dachte ich, ich muss das mal nachholen. Und nachholen ist sowieso der Inbegriff dieses Channels. Und da freue ich mich auch noch auf vielen, vielen, vielen Kram, der nachgeholt wird. Schießt da einmal aus der Hüfte. Also ich gehe ja gerade richtig schlecht vorbereitet hier rein. Er aber auch. Also manchmal, vorhin hat mir die KI einfach einen Headshot gedrückt. Und er schießt mir aus nächster Nähe einfach nur daneben. Das war aber sehr nett. Er hat auf jeden Fall gecheckt, dass ich scheiße bin. Er hat sogar noch Fuck you gesagt, als er gestorben ist. Das war frech. Ich bin ein leidenschaftlicher Failer. Ja, du siehst ja, was hier los ist.
Also das kannst du ja als vieles bezeichnen, aber bestimmt nicht als gut. Oh, oh, oh. Stunner brauche ich jetzt, glaube ich, mal. Ich glaube, ich muss meine OSS wegschmeißen. Scheiße, die Pfeil schießt auch mit Stunner, ne? Sehe ich das richtig? Ich brauche mich ja nochmal, das da mitzunehmen. Ich kann sogar laufen damit, das ist gut. Na, 16 Schuss, ne, bringt mir nichts. Da wollte er das Ding sogar durchladen. Das mit der Munition ist nicht gut. Welches neue Monster werde ich kennenlernen? Die Tür ist abgeschlossen. Dann geht sie wohl raus. Das ist ja richtig unfair. Das sieht auch schon hart nach Bossfight aus, wenn ich ehrlich bin. Und ich muss jetzt richtig auf Loot achten. Ich muss alles irgendwie mitnehmen. Und ich habe natürlich keine AK dabei, finde aber nur AK-Munition. Das ist nicht gut. Granaten sind schon mal dankbar. Beim leidenschaftlich Fällen bist du hier schon fast richtig. Nick, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Es ist noch der größte Scam aller anderen. Dungeons, so nenne ich es jetzt einfach mal. Charakteristisch. Haben mich sofort mit irgendeinem Scheiß beworfen. Was wollen die von mir hier? Dass hier einfach nichts ist, macht mir so viel mehr Angst. Bitte hört auf. Gib mir wenigstens irgendwelche Kackgegner, auf die ich keinen Bock habe. Also was die klemmende Atmosphäre angeht, ist das hier richtig gut. Vor allem ist es ja einfach Open World, ne? Wann hast du schon mal ein Open World Horror Game Shooter? Muss man sich mal vor Augen halten, wie krass das eigentlich ist. Und ich bin ehrlich sehr gespannt, ob... Ich meine, das Entwicklerstudio steht da nun mal leider in der Ukraine von Stalker 2. Wie sehr an dem Game die Umstände anmerken wird, der Entwicklung. Hat er traurigerweise auch... Nicht die schon wieder. Ich habe ja drum gebeten. Hat er traurigerweise Leute aus dem Entwicklerteam auch verloren. Eben wegen der Situation dort. Nicht die Munition dafür. Fahrt durch. Der kommt hier aber nicht raus, ne? Das ist dankbar. Wie haben wir noch was? Oh, das war doch VSS-Munition. Das war VSS-Munition, oder? Ja, Tatsache. Hier hatten wir mehr Bums. Aber ich muss mehr finden. Er hat Hunger, er soll was essen. Hier, nimm Brot. Blutung? Hilft ein Verband? Ja. Perfekt. Scheiß Unsichtbarkeitsviecher. Die gehen ja noch. Solange dieser komische Grebbel-Opa da nicht wieder ankommt, der mich anfassen will, wo ich nicht gecheckt habe, warum der mich auf einmal nicht mehr anfassen wollte. Und mir einfach den Rücken zugekehrt habe, um sie erschießen zu lassen. Ich meine, der nächste wird ja wahrscheinlich nicht so verbuggt sein. Was haben wir hier? Einfach nichts? Ah. Charakteristischen 20 Schuss. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich herkomme, ne? War ich hier schon mal irgendwo? Rennt mich gleich das nächste Vieh an. Ich habe echt nicht genug Munition dafür. Das Fass steht da auch verdächtig nutzlos, muss ich sagen.
Von hier bin ich gekommen, ne? Nee, das ist die Halle. Da oben ist der Ausgang quasi, der mir schon markiert wurde. Also im letzten Dungeon, wieder in Anführungszeichen, gab es wenigstens noch eine Kammer mit ordentlich Munition drin. Kriege ich davon hier bitte auch eine? Am besten passend zu meinen Waffen. Denn bisher habe ich nichts Passendes gefunden. Die sind nicht gut. Ah ne, hier war ich auch schon. Ich werde da wohl rein müssen. Eine abgeschlossene Tür. Noch eine. Eieiei. Aber hier ist ja doch nichts. Ich hätte jetzt gedacht, jetzt kommt hier das große Vieh. Aber ich krieg nur wieder Granaten für einen Granatenwerfer, den ich nicht habe. Hier ist wieder abgeschlossen. Traumhaft. Ja gut, der Pfeil zeigt eh in eine andere Richtung, ne, auf der Karte. Wohin denn jetzt mit mir? Oh, das sieht das verkehrt aus? Komme ich von hier? Ja, hier habe ich doch gegen die ganzen Viecher gekämpft gerade. Ich glaube, du wirst demnächst sehr oft speichern. Warum? Ich speichere doch schon sehr oft. Nee, von da bin ich auch. Was? Also, hätte sein können. Ich sollte vielleicht auch andere Munition benutzen, um sowas zu testen. Wenn die Strahlung ist, klingt das ja eigentlich gar nicht so verkehrt, sage ich mal, ne? Aber soll ich wieder zurückgehen? Entwickler sind im Mai 2020 nach Prag umgezogen. Meint, es war so, aber es ist kurz vor geprüft, ist richtig. Ja, und seitdem in Tschechien. Oh, schön. Danke für die Recherche. Hat schon wieder Ratten. War ich hier schon? Hier leuchtet was. Ich weiß es nicht. Ich brauche eine Untergrundkarte. Leuchtpfeile. Ich sollte den nicht drauf bringen, glaube ich. Hier war ich auch schon. Sorry, Bro. Es ist irgendwie so verdächtig Wasser. Ich habe hier, glaube ich, noch keins gesehen, oder? Hier ist einfach nur eine Pfütze. Toll. Die Leere soll dich zermürben, ganz tief. Ja, ich bin schon zermürbt. Bin innerlich tot. Schlossene Tür? Schlossene Tür. Langsam habe ich das Gefühl, ich bin richtig. Und mich wird das Gefühl, glaube ich, gleich trügen. Ich habe vorhin richtig Bock, nachher den Ausgang nicht zu finden. Wild quietschende Türen, die habe ich noch gebraucht. Ich bin wieder am Eingang. Herzlichen Dank für gar nichts. Sage ich ja. Sag ich ja, ich bin nicht richtig. Du gehst gerade zurück zum Eingang. Ja, das habe ich auch gemerkt. Jetzt habe ich es auch gemerkt. Oh, Kack. Ist hier irgendwas rausgekommen? Warum werden mir die ganze Zeit Panzertüren gezeigt, die nun spaltoffen sind? Bin kurz weg. Hier oben ist gleich Oldcoin. Ich hoffe, ich renne jetzt wieder irgendwo anders die ganze Zeit rum. Einfach mal versuchen?
War super. Das ist fein. Was für Penner. Warum wird sowas überhaupt eingerichtet, wenn ich hier nicht hin soll? Meh. So, gehe ich jetzt wieder zurück? Nee, gut. Ein Ladescreen und schon komplett desorientiert. Also jetzt. Als ob ich hier jemals irgendeine Orientierung gehabt hätte, ja. Die Tür ist wahrscheinlich wieder zu. Habe ich einen Code für irgendwas? Nee. Jetzt überflogen, ich sehe keine. Das ist aber auch logischerweise der Hirnschmelzer und nicht X18, oder? Man hätte mich vorher nochmal angerufen. Aber der Auftrag ist es wohl, diese Tür zu entriegeln. Haben die Codes dabei? Nein. Diese? Nein. Stehen hier Codes an der Wand? Diese kaputten Lamellen vielleicht ein Rätsel, die mir den Code ergeben. Das wäre richtig behindert. Oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht sagen. Ich hab's gesagt. Nicht bergunter. Bergunter vor allem, nicht die Treppe runter. Ich habe auf sowas keine Lust. Nach sowas suche ich gar nicht, weil ich da nicht hin will. Na toll, auf der Ebene ist natürlich das Icon grün. Ich will doch nur ein bisschen Zeit rausschinden. Warum geht das nicht kaputt? Cool. Leere Gänge. Mit 20 Schuss. 2 oder 3 Granaten. Erstmal hier rein. Der Raum ist kürzer. Sowas. Munition. Wenigstens Munition. Ich bin mich so sicherer mit einer vollen Waffe. Also, na gut, technisch ist die Waffe ja voll. Ich meine aber öfters. Sollte öfters voll sein als noch einmal. Dann lauf mich doch hier gleich schon wieder. Hör doch auf. Brauche ich jetzt noch. Ahnung, die wieder niemanden befällt außer mich. Das Fass steht ein wenig verdächtig. Auch dieses einfach keine Musik zu haben in diesem Spiel ist schon furchtbar genug. Aber wenn denn mal ambiente Sounds da sind, ist auch nicht besser. Ein neues Artefakt. Granaten. Ich dachte gerade, das wäre eine weirde Anomalie, aber das ist doch hier der Keller, oder? Ist jetzt einfach aufgegangen? Ich war doch vorhin hier. Also ich bin da reingesprungen, hab rausgeguckt. Oder hab da geguckt, ob da irgendwie noch eine Art Ausgang ist. War ja voll gelogen. Der geht doch mal kaputt. Munition, oh mein Gott. Munition. Gut, toll. Noch ein und ein Viertel Magazin, das ist auch nicht besser. Was soll ich denn damit killen? Dieses Level am Ende einfach nur dafür da ist, dass ich mir grundlos in die Hose mache, raste ich aus. Du hast ja noch das Messer, ja du. Ich glaube mal nicht, das Messer macht bestimmt alles. One Slice. 360 One Slice werde ich hier allen Mutanten geben. Gar kein Problem für mich. Huh.
Das sollte es eigentlich wirklich sein, in den guten alten Battlefield 3 Zeiten. Ja, das Messer war auf Platz 3 meiner Waffen. Von den Kills her. Da bin ich bis heute stolz drauf. Wann war das? 2012 oder so? Und das ist die größte Errungenschaft, zum größte Errungenschaft meines Lebens. Bei Service da mit dem ACB90 aus der Battlefield 3 Premium Edition. Wahnsinn. Schreibe ich auch in meinen Lebenslauf. Bei Bewerbungen. Ja, lass noch eine Treppe runtergehen, bitte. Am besten ist fährt noch ein Fahrstuhl nach unten. Am Ende gibt es hier noch so einen Resident Evil Hive. Ich glaube, ich gehe gerade zurück, ne? Hier habe ich da was kaputt gemacht. Jetzt weiß ich es nicht mehr, an die Leiter kann ich mich nicht erinnern. Doch, ich glaube, ich gehe wieder. Ja, hier ist der komische Ofen. Ich habe gesagt, ich werde mich hier verlaufen. Ich erinnere mich auch an gar nichts. Ich spiele gerade mal eine Stunde. Ich habe das Gefühl, ich leide hier schon den ganzen Tag. Bitte geradeaus laufen. Und schneller sterben. Ich glaube, so viel Schaden wird das Messer nicht machen, oder? Ich hoffe, dass man das gekrümmte Licht wenigstens ein bisschen sieht. Komm, irgendein Versteck. Ja, tut dir erstmal weh. Da hinten ist der andere Eingang, weil ich habe jetzt nichts gewonnen mit dem Raum hier. Nee. Habe ich nicht. Kann das Spiel nicht wenigstens wissen, dass ich keine Munition mehr habe und mir irgendwie so random Kisten spawnen? Schon mal dankbar, dass ich das viel gesehen habe, bevor es unsichtbar wurde. Könnte ich mich ein bisschen besser darauf einstellen. Haben sich Mutanten erschrecken können? Hat er sich erschrocken, als er von mir eine Kugel in den Kopf gekriegt hat, die einfach überlebt hat? Spawn-Ammo, ja. Nee, wir sind hier nicht bei Seven Days to Die. Wir irren ja noch herum. Ja, aber wir sind schon mal einen Stockwerk tiefer. Wenn es das nicht ist. Aber willkommen zurück. Doch nicht kleiner. Wenn die wenigstens nur. Das ist eine Rakete? Nee, oder? Nee. Einfach ein Rohr. Gut, dass du tot bist. Der lustige Part kommt erst noch, hätte ich gar nicht erwartet. Ich werde schon wieder ohnmächtig, oder? Verziehen. Hier ist, was du suchst, Stalker. Ach du Scheiße. Alles Monolithen. Mit sehr schlechtem Ruf, nein, mein das. Experte, ach du Scheiße. Ach nee. Bitte alle einzeln. Brigis! Противник!
Nummer 1. Natürlich eine Stanag-Waffe. Komm, ich brauche langsam auch mal wieder Pistolenmunition. Du hast mich nicht überrascht. Ich glaube, das erste Mal, dass ich mich nicht erschrocken habe bei so einem Typen. Ein bisschen Stunner ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, dann kann ich die Pfeil irgendwann wieder benutzen. Die natürlich aber leider wieder weniger Damage macht. Du auch wieder links. Aber ich bin ehrlich, ich finde menschliche Gegner besser als Mutanten. Oben, unten? Ich... Bin ich sicher. Ach da. Die sind nicht hier durch. Würde schlechter laufen. Die hätten auch einfach alle in den Raum reinrennen können. Hätte ich eigentlich fast gerechnet. Da, wo ich wieder aufgewacht bin. Ich komme gar nicht dazu, überhaupt über die Cutscene nachzudenken. Habe ich noch einen Verband? Ja. Speichere einfach über die Benutzung des Verbands nochmal drüber. Gehe nochmal hier hoch, wo ich den einen Typen erschossen habe. Um die Standard-Munition auch noch mitzunehmen. Sorry, der Streamer hat so laut geweint, aber zustimmt. Ja. Sollte ich mal als Tag hinzufügen, war Heulstream? Da war wohl der Experte dabei. Oh Gott, ich dachte, ich hätte jetzt auch so irgendwie da schnell gespeichert. Ups, ja. Ups. Ich die Geschenke durchgeben? Wow, das explodiert und es steht einfach jetzt eine 9 statt eine 8 oben links. Was? Einfach noch eingespawnt. Hier. Hier, sage ich. Ich töte einfach keinen damit. Was soll das? So, damit doch aber jetzt wohl. Nö, einfach nein. Dann kann ich damit ja rumschmeißen, wie ich will. Wenn die keinen Schaden machen. Kann ich jetzt eigentlich mal wieder mein Gewehr? Danke. Ich hab das Gefühl, die Explosion wird immer von der Türschwelle absorbiert oder so. Ah, da könnten mal zwei erwischt worden sein. Der hat mich sogar erschrocken, so eine Scheiße. Haben die Exosuits an? Die haben Exosuits an. Also Exoskelette. Was? Lass mich bitte kurz meine Waffe wechseln. Danke. Ein Schuss in jeder Waffe ist nicht günstig. Mehr als den Sound kriegt ihr nicht mehr. So, pusht mich noch mal, ihr Säcke. Ich deck mich kurz mit einer Granate. Lad das Ding doch durch! Wieso sicherst du das überhaupt beim Wegstecken? Ist doch mega dumm! In dieser Welt. Fuck. Einfach in die Flossen nehmen das Ding.
Sind wir schneller. So sicher das Ding. Beim vierten Leben auch kein Wunder, ey. So schnell funktioniert mein Hirn nicht. Jetzt stirb einfach. Mach ich das Ding halt aus der Hüfte hier. Jetzt könnt ihr doch alle kommen. Vielleicht lade ich nochmal durch. So, jetzt könnt ihr alle kommen. Hier habt ihr noch Geschenke. Ja, immer wenn ich die Granate ziehe, kommen sie. Ich hab noch die falschen Tasten. Ich hab nur eine Wurstfinger. Sorry. Muss hier durch. Immer noch 7. So, Medpacks, Verbände, alles ganz gut. Granaten habe ich auch fast gar keine geworfen in diesem Dungeon, glaube ich. Habe ich da Wurst gehört? Wunderschönen guten Abend, Gottfried. Schön, dass du wieder zustalkst. Da verstanden? Ja, Brom. Ganz schlecht. Jetzt bin ich tot wegen dir. Als wäre ich nicht sowieso die ganze Zeit am Sterben. Ja, vielen Dank für den Raid, schön, dass ihr da seid. Freut mich. Bin gerne eine Anomalie im Chat. Ja. Und vielen Dank für dein Follow, war Nocti. Du hast gerade mit Brom gestreamt, oder? Habe ich gesehen.